Ahu, liebe Schildmeiden-Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Tschernobyl Light mit eurem Erik Vikingsson und dem Igor. Wir haben ja gestern Tarakal getroffen und er hat uns einige Fallen auf jeden Fall stehen lassen. Mal gucken, was bei uns heute so passiert. Wir haben uns auf jeden Fall gestern noch präpariert. Das ist alles ganz gut. Ich würde sagen, wir machen heute nochmal. Who is this? The real question is, who are you? Are you someone capable? Someone I can work with? Shashko, was will er denn schon wieder? Noch ein verrückter Stalker? Ist dieses Gespräch überhaupt meine Zeit wert? Fahr ihn an, verhalte dich höflich. Verrückter Stalker oder nicht? Es lohnt sich zu hören, was er zu sagen hat, richtig. I recognize your voice. You're that guy from the Duga radar installation. Call me Sashko. We can help each other. Raised in the jungle. Wollte doch sagen, dass das Sashko ist, dass wir den schon kennen. Anyway, it seems we're both looking for someone. We might as well join forces. Besides, I have no love for these NAR droids you're tangled up with. They're in my way. Wir fragen mal, was er uns, ja, mal gucken, was er so mitbringt. How could you possibly contribute? I know this whole place inside out. I know who you're up against and I can handle myself in a fight. Any kind of fight. How's that for a contribution? Well, let's say I'm interested. Where do we go from here? Let's meet in 2 hours. Talk face to face. Find me on the roof of Café Bruviet in the port. Don't be late. Okay, wir müssen nochmal zurück, wo wir gestern waren, nämlich zum Hafen, wo die Schießerei begann. Ich glaube aber, Sashko ist einer, der sich uns anschließen wird. Und da würde ich doch gerne jetzt schon mal gleich das nächste Schlafgemach machen, dass da alles eigentlich in Ordnung ist. Möbel. Möbel war es nicht, ne? Was ist das denn? Entschuldigung. Nee, so war das nicht gemeint. Wo ist denn das? Wohlbefinden der Gefährt? Muss ich, da gab es doch Betten. Entschuldigung. Was ist denn das jetzt? Hier, oh mein Gott. Schlafstelle. Das wäre natürlich super. Wir haben auch genug da. Ein Krankenhausbett. Ein einfaches Bett mit einem Tropf, der mit einer Mischung aus Kräutern oder Reagenzien gefüllt ist, die bei der Genesung eines Verwundeten helfen könnte. Reagiere eine kleine Menge Gesundheit bei einem deiner verwundeten Gefährten. Mega gut! Sollten wir dann doch hier hinstellen? So einfach, weil wir es können. Aber ich würde trotzdem nochmal ein Bett bauen. Ein bequemes Bett. Bauen wir hier hin. So. Und das hier. Also diese Couch würde ich dann gerne einreißen. So. Und dann stellen wir hier auch noch ein bequemes Bett hin. Weißt du, dann ist es nicht so, als ob ich den Jungs das nicht, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Dann ist keiner benachteiligt. Bauwerkzeug, was ist denn das hier? Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Das haben wir alles, ne? Ja, das haben wir alles. Ist okay. Ist okay, das haben wir alles. Energieversorgung ist passend. Luftqualität. Hier wollten wir nochmal gucken, ne? Die haben wir ja, aber das Ding war ja noch unser. Ach, da braucht man die Pilze, Strahlungssammler. Ist aber kein Thema, kriegt man hin. So, wir haben auf jeden Fall Betten gebaut, Krankenbetten, alles steht, alles super, alles gut. Dann wäre ich bereit, heute Sashko zu treffen. Ich sag's euch so, wie es ist. Es ist auch neblig, das ist soweit richtig gut. Wollen wir mal mit Oliver sprechen? Nee, komm, wir lassen es bleiben. Der ist richtig piss bestimmt noch. So. Die letzte Prüfung. Der Mann, der für Tarakan gearbeitet hat, will seinen Arbeitgeber wechseln und mir helfen. Mega. Das werden wir machen. Die letzte Prüfung.
So, wir gucken erstmal, was Olli auf jeden Fall auf die Reihe kriegt. Hier haben wir Monsterjagd. Eine ungewöhnliche Tschernobyl-Kreatur wurde in Kopachi gesichtet. Ich muss diese neue Gefahr finden und beseitigen. Ich muss mich gut vorbereiten, aber die Jagd auf diese neuen Wesen könnte meine Zeit wert sein. Das sollten wir machen. Leute, das machen wir heute. Das interessiert mich, das möchte ich sehen. Und wir gucken, was Oliver kriegt. Ah, Oliver hat natürlich richtig Probleme. Monsterjagd, er kann aber auch die Monsterjagd machen. Nur Monsterjagd. Ja, dann soll er Essen holen. Olli, geh Essen holen. Wir machen die Monsterjagd von Kopachi. Oh ja, das finde ich gut. Dann treffen wir morgen den Saschko. Der läuft uns ja nicht weg, aber eine Monsterjagd ist mal was anderes, was fein ist. Mal gucken, wenn der Oliver auf jeden Fall da 99% hat, dann sollten wir doch mindestens 50 haben, oder? Dann soll es doch eigentlich gut gehen. Wir müssen auch die Fähigkeitenpunkte jetzt dann langsam mal anfangen. So nachmittags. Boah, es ist echt mies dunkel hier. Wo ist denn das? Okay, das ist hier oben. Monsterjagd von Kopachi. Ja, dann gehen wir auch gleich die Straße hoch. Da eiern wir nicht lange rum. Wir haben alles da, wir haben alles präpariert. Uns geht's gut. Schutz ist natürlich semi. Aber hey, alles ist okay. Es ist alles noch okay. So lootmäßig dürften wir hier eigentlich heute nichts finden. Denn hier haben wir schon öfters und haben eigentlich viel abgegrast. Ein bisschen ist noch hier und da. Kann ich natürlich verstehen. Das nehmen wir natürlich auch mit, was wir sehen. Pilze auf jeden Fall. Die werden wir brauchen. Hier haben wir Kräuter. Oh, hier müssen wir aufpassen. Wir waren nämlich jetzt schon wieder in dem verseuchten Gebiet. So, wie laufen wir? Wir laufen den Weg hier hoch. So. Oh, ich bin so gespannt, was da auf uns zukommt jetzt. Richtig? Ja, ja. Okay, wir laufen jetzt den Weg immer geradeaus lang. Wie sieht das eigentlich aus? War hier nicht eigentlich auch Dietrich-Gebiet? Ja, guck mal, hier oben, hier hat eine Mega. Dann lohnt sich das doch. Lass mal hier lang laufen. Finde ich gut. Jetzt heute ein richtig ekliger Tag, ne? Oh, wow. Man merkt, dass hier einiges zu Gange ist. Sind die Typen eigentlich wieder da hier? Okay. Ja, guck mal. Elektroteilchen. Da gehen wir kurz rein. Gucken, ob wir hier was finden. Da müssen wir kurz runter. Das ist jetzt echt so. Da müssen wir jetzt auch dann hin jetzt hier. Da müssen wir jetzt auch alles mitnehmen. Wenn wir hier schon Loot haben, dann sollten wir den auch auf jeden Fall holen. Wir gehen erstmal hier rüber. Schloss knacken ist offen. Das war das, ne? Ja, Baby. Ja, Baby. Und da haben wir eine nächste Notiz. Leute, es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur richtig gut. Wir gucken erstmal durch, bevor wir alles hier andere holen. Aber ich sehe, wir sind hier eigentlich so gut wie durch. Dann, auf geht's. Nächste Notiz. Let's go. Christ, what kind of experiments have the KGB been conducting? Is the NAR Experimente des KGBs, wow. Wir gucken. Strahlendosisleistung. Feldhandbuch, 21. Januar 1989. Anmerkung 1. Gewicht, Alter und allgemeiner Zustand des Objekts sollten vor Verabreichung der Injektion berücksichtigt werden. Anmerkung 2. Minimale und maximale Zeitspanne zwischen erster Injektion und Strahlendosis 2 bis 6 Stunden. Anmerkung 3. Testpersonen müssen bei Bewusstsein bleiben, um alle Reaktionen zu beobachten. Adrenalin nutzen, falls nötig. Wahnsinn. Anmerkung 4. Alle Phasen von Initial bis M34 müssen gemäß Feldhandbuch 34b und nur nach positiver Reaktion des Objektes durchgeführt werden. Tabelle Nummer 1. Geschätzte Dosisleistung für Kaukasier 75 Kilo, 35 Jahre jung. Alle Dosen sind aktuelle Dosen. Eine Stunde. Kurzfristig stark. Krass. Beschreibung Dosistyp MSV. Initial 500 für Hemmungen der Immunreaktion. Folgend 750 für
Beginn der, des Prozesses zur Auslösung des Superbewusstseins ist es krass. M1000 für Vorbereitung auf restlicher Text unlesbar. Es ist einfach so krass, was hier abging. Das gibt's doch gar nicht, oder? Leute, was ist denn hier passiert, ey? Oh, wir kommen immer tiefer hier rein. Ich finde das ja geil, hier rumzurennen, ne? Oh, das ist so cool. Jawohl. Geht's hier noch weiter? Jetzt passiert gleich wieder was. Warte mal, wir gehen erstmal darüber. Da ging es nämlich auch nochmal rein. Ah, hier geht's raus, okay. Oh, wow. Oh, wow. Kinderlachen. Das ist hier so ein Forschungsbunker, oder? So ein geheimer. Ey, was ist denn hier? Was geht denn hier schon wieder ab? Ja, wir müssen jetzt hier runter. Oh, hier haben wir nichts. Okay, Gott sei Dank. Hier geht's raus, wa? Stay in the shadows. Okay. Wow. Was ist los? Oh, der Typ ist hier. Jetzt haben wir es. Oh mein Gott, wie geil. Okay, Leute. Ab jetzt ist Loot uninteressant. Was wir sehen, nehmen wir mit. Irgendwo sitzt es hier. Psst, ruhig, ey, Igor. Irgendwo ist es. Scheiß die Wand an, ich scheiß mir in die Hose gerade. Ich sehe gar nichts. Irgendwo hier in dem Bereich soll er sein, bestimmt, wa? Oh, ist das schon wieder krass. Aber wenn die schon schreiben, dass sich die Monsterjagd lohnt. Ich hör's. Da sitzt's. Dort am Baum. Seht ihr ihn? Wo ist er? Wow, wow. Weitermachen. Keine Angst zeigen. Warte, der kommt zurück. Der kommt zurück. Der wird dich hier nicht kriegen, Igor. Du hast noch 4 Schuss. Ah! Das war schlecht. Oh, fuck. Oh, der tut uns aber auch richtig weh. Wie werde ich mich denn jetzt kurz... ich werde da keine Munition jetzt machen können, oder? Oh, das ist natürlich richtig mies. Aber er macht, glaube ich, nichts außer hier rumspinnen. Ich will es kurz testen. Ah, ich habe keine mechanischen Teilchen. Wie belastend. Ja, wo ist der jetzt? Kriegt der jetzt wieder Leben? Oh, was für ein krasses Ding. Oh, hier ist halt auch nichts gerade zum Looten. Weg, 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 weg. Oh, scheiße, der teilt aber richtig böse aus, ey.
Wir sind halt gut verseucht gerade, ne? Das war, glaube ich, nicht so günstig, was wir hier gemacht haben. Ich glaube, der Einfall war nicht der beste. Müssen wir mal gucken, ob wir da jetzt durchkommen. Vielleicht sollten wir doch immer ein bisschen Loot mit einstecken haben. Wir kriegen keine Healing hin. Ah, wir haben noch einmal Healing. Ach, shit. Das wollte ich doch bauen. Haben wir uns aber ins Eiernetz gesetzt hier gerade. Komm, heil dich hoch. Boah, ich hoffe, wir finden jetzt hier noch irgendwas. Hier ist halt gar kein Loot mehr, ne? Verdammt nochmal, ey. Ja, wir müssen mal durch jetzt. Da sitzt sie da am Baum. Einmal schlagen und wegrennen, ob das klappt. Scheiße. Oh, wir sind down. Scheiß die Wand an. Okay, wir sind gestorben. Oh, wow. Mal gucken, was jetzt passiert. It's not the end. I won't let it end like this. Go, die, fade, portal, help, die, Igor. Okay, ich glaube, wir werden von Tatjana wieder respawned. Wahnsinn, ey, wir haben es nicht geschafft, Leute. Wir sind aber wieder hier. Okay. Sind wir? Oh, wow. Oh, wow. Time. What is time, Igor? Keine Angst vor dem Tod. Er ist ein Teil des Fortschritts und ein Ausweg, wenn aus hoffnungslos scheint. In Zukunft wirst du allerdings nützliche zusätzliche Eatlamp verlieren, wenn du stirbst. Er bringt dir also auch Nachteile. Okay, wir haben jetzt nichts verloren, so wie es wohl aussieht, aber wir haben halt auch keine Map. Is it a straight line? An arrow fired at the dawn of creation, moving steadily towards infinity? A universal constant that cannot be altered? Ich glaube, wir müssen den Weg zurückfinden wieder. Ja, hier geht's rein. Or is it something much more? A fourth dimension that can change? Slowing something that can take the form of cosmic strings? And you arrived at your base wounded and scarred. But you didn't know the correct password for Olivier. Go ahead, Igor. Change the past. Hands where I can see them. What's the password? Nostalgia. We don't have time for games, Olivier. Can't you tell it's me? You picked the password. Let's just stick to the rules, shall we? Come on in. Ist jetzt alles weg? And if you could change any of your decisions. Ach, okay. Would it be like going back in time, or would it create an alternate universe? Was passiert this hier gerade? This is your chance to rethink the decisions you've made, a chance to reshape the fabric of space-time reality, a chance to alter your timeline. Leute, was geht hier ab? Oh mein Gott! Oh mein Gott! We can be together, Igor, but you have to learn the truth if you truly want to find me. Jeder Kristall steht für eine Erinnerung, die du verändern kannst. Nutze dein Wissen aus der Vergangenheit und Zukunft, um die Situation zu deinem Vorteil zu verwenden.
Ich sag's euch mal ganz ehrlich, ich war eigentlich so, wie es jetzt ist, ganz zufrieden. Ich würde jetzt einfach hier durchlaufen. Hier sieht man aber auch Sachen, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Oh, wie krass ist denn der Tod, bitte? Ich hoffe, wir kommen jetzt halt in der Basis wieder an. Ja, in unser Zimmer. Das ist unser Zimmer hier. Das heißt, wir sind jetzt halt gestorben. Haben jetzt nochmal nichts verloren. Aber im nächsten Mal, wenn wir sterben, verlieren wir was. Und wir können. Tag 9. Igor, wake up. I'm awake, I think. Meet me in the Red Forest. Wir sind komplett wieder. So, just like always. Da. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gehen wir kurz noch raus. Ob das alles noch dasteht, was wir hingebaut haben. Jo. Es ist halt einfach nur, wir sind gestorben. Das Ding ist halt, wir müssen mehr. Anybody there? Hey! Answer the radio for once, you cocksuckers! This is fucking important! Come on! Das kennen wir alles schon. Mikhail. Ich glaube, wir kriegen. Who is this? The real question is. Wir kriegen jedes Gespräch nochmal. Behalte dich höflich, das haben wir da gemacht. Yeah, besides. Das hat man genommen. Okay. Es ist alles so wieder da oder hergestellt, bevor wir als draufgegangen sind. Ich nehme jetzt meine Munition mit. So, zack. Wichtig ist jetzt, dass wir uns komplett reparieren. Also so halbgare Schwammungen hier brauchen wir nicht. Ist Schwachsinn. Wir nehmen auch eine Platte mit. Und lassen die dafür da. So. So. Zack. Und die rüber und die rüber. Perfekt. Dann kochen wir uns jetzt Antistrahlungssalbe. Die werden wir brauchen. Wir machen das mit der Monsterjagd doch mal. Das wird ja jetzt dann funktionieren. Dann machen wir es halt morgen. Beruhigungssalze brauche ich erstmal nicht. Heil. So. Alles gut, alles easy, alles peasy. So, können wir das hier irgendwie... In der Rüstungswerkbank können wir das doch bestimmt... Jetzt habe ich es hergestellt, ist klasse. Hakenanzug. Können wir nicht, haben wir keine Pilze. Metallteile, die bauen wir auf jeden Fall. Wo ich noch eine. So. Die entfernen wir. Die ziehen wir an. Wo sind die jetzt hingefallen? Okay. Verwenden. Jetzt haben wir sie ausgezogen. Wieso ist sie so schlecht? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Was haben wir hier? Taktische Rüstung. Eine taktische Rüstung, um die sich alle Spezialeinheiten reißen würden, verstärkt das unterrealistische Tarnung, leise und bequem. Warum bauen wir nicht die? Schwere Rüstung, die brauchen wir nicht. Hey, die taktische nehmen wir mit, oder? Die sieht auch noch gut aus. Die Mann. Ja, super. Das ist okay. Dann werden wir die hier kaputt machen. Okay, ne? Jo. Dann haben wir die Sachen wieder bekommen. Dann brauchen wir die Keramikplatten. Okay.
Entschuldigung, wir müssen uns jetzt kurz präparieren, weil ich habe echt Panik, dass wir hier Probleme kriegen. Wenn wir das nicht machen. Okay. Wir werden morgen in der Folge das Ganze nochmal machen. I overheard your conversation with Mikhail. Okay, das kennen wir jetzt auch schon. Das kennen wir auch schon. Ich gucke nur kurz rein, ob wir die Monsterjagd nochmal kriegen. Wir kriegen sie nochmal. Monsterjagd von Kupachi. Die werden wir machen und wir werden ihn dann wegschicken. Diesmal will ich es auf jeden Fall schaffen. Ihr Lieben, es tut mir leid. Wir sehen uns morgen. Dann machen wir die Monsterjagd nochmal. Aber der Tod, das muss man gesehen haben. Richtig krass. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.